Meine Frage der Folge heute. Wenn du Spiele spielst, egal welche, was machst du da am liebsten? Aufgaben erfüllen oder einfach die Gegend erkunden und andere Sachen machen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von School of Dragons. Ich muss hier irgendwo hin. Besuche den See bei der Schule. Hier ist immer noch Action angesagt. Oh, ich muss da runter anscheinend, ne? Muss ich da runter? Hä? Ich verstehe nicht ganz, wo der Pfeil mich hinlotsen will. Wo soll ich denn hin? Hallo, wo soll ich hin? Besuche den See bei der Schule. Ich bin jetzt hier wahrscheinlich vollkommen falsche Richtung unterwegs. Aber das Geräusch ist im Spiel. Ich musste jetzt einmal Kopfhörer abnehmen, weil ich dachte, draußen fliegt irgendwie ein Hubschrauber lang oder so. So laut ist es. Okay, ich fliege jetzt mal hier hin. Ich lande mal. Oh. Ah, da unten muss ich wahrscheinlich hin, oder? Hallo? Okay, hier. Bin ich hier richtig? Nein, noch nicht ganz. Okay, jetzt gehe ich hier wieder hoch. Weißt du, ich bin hier auf der Suche nach dem See bei der Schule. Vielleicht bin ich hier auch vollkommen falsch noch. Lass mich mal auf meine Karte gucken. Ja, ich bin hier vollkommen falsch. Ich muss hier hin. Na, dann kann ich ja lange da rumlaufen, wa? Ich sollte mir angewöhnen, vielleicht früher auf die Karte zu gucken. So. Ah, hier ist auch schönere Musik. La 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 la. La 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 la. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt eine tolle Woche. Hat der eine oder andere noch Ferien? Aber bei uns ist Feiertag gewesen jetzt dann. Und das ist schon ganz cool. Okay. In diesem See fangen wir die meisten Fische. Dort münden die Flüsse. Darum gibt es dort so viele verschiedene Fischarten. Finde die Stelle, an der der Fluss aus dem See fließt. Das ist ein wirklich interessanter Ort. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich soll ein bisschen rausscrollen dann, ne? Das habe ich jetzt mal gemacht. Oh. Großartig, du hast ihn gefunden. Von hier fließt das Süßwasser ins Meer. Alle Gewässer greifen ineinander. Ist das nicht wunderbar? Geh die Holzstufen zu Signal hinab und sieh dir den Wasserfall am Meer an. Finde den Wasserfall, der am Meer mündet. Oh. Oh. Einmal so, ne? So sehe ich dann auch ein bisschen besser. Ah, das ist doch der Wasserfall hier schon. Guck mal. Obala. Das Meer ist immer salzig und es gibt zahlreiche Tierarten, die darin leben. Wir sollten einige Schwimmwettkämpfe veranstalten, aber komm jetzt erst einmal wieder, dann unterhalten wir uns. Triff Astrid beim Laden der Schuhe. Der Schuhe. Der Schule natürlich. Da vorne muss ich dann hin, oder? Ich gehe mal hier rum. Komm her. Flieg, flieg. Oh. Also. So. Wo muss ich denn hin? Da oben hin? Der Pfeil zeigt halt hier hin. Da komme ich aber nicht hoch, ne? Aber guck mal, ich kann ja schwimmen mit meinem Drachen. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich ja super. Ganz schön dunkel hier. Mensch. Duster, duster ist es hier. Mal gucken, ob ich da vorne hochkomme, oder? Ob es da einen Weg gibt, irgendwie hochzukommen. Aber sieht schlecht aus. Kann ich da vielleicht mal wieder auf meine Karte gucken? Na, hier bin ich schon richtig. Aber warte, ich gehe hier hin. Ich mache das jetzt ganz schlau. Also, ich glaube, dass das schlau ist. Man weiß es nicht so genau. Mach dann die Karte wieder auf und geht dann hier hin. Und dann sollte ich da ja leichter hinfinden, weil unten im Wasser ist, glaube ich, ein bisschen ungünstig. So. Kann man eigentlich, also ich muss jetzt hier permanent eine Taste gedrückt halten, um rausgescrollt zu bleiben. Kann man das irgendwie festsetzen? Also, dass die Kamera permanent so ist, dann würde ich das halt machen, ne? Das würde sich für mich viel einfacher spielen lassen. Das kannst du mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie gehen würde. Das wäre mega cool. Ihr helft mir bei dem Spiel so super weiter. Das ist echt richtig toll. Guck mal, da unten ist eine Schatzkiste. Oh, voilà. Erstmal mit Astrid reden.
Du wirst im Nu zu einem klugen Schüler. Denk daran, ein guter Wikinger benutzt sowohl seine Intelligenz als auch seine Muskelkraft. Alles klar. Triff Erika beim Labor. Guck mal, Level 11 bin ich schon. Das geht echt ganz schön schnell, oder? Ah, das sieht so toll aus. So, ich muss aber leider, das ruckelt so arg, wenn ich im Mehrspieler bin, ne? Und deswegen habe ich das meistens im Einzelspieler an, weil das sonst so beim Aufnehmen extrem ruckelt und das ist ein bisschen schade. Deswegen, also falls du dich wunderst, warum ich hier allein auf weiter Flur bin. Ach, ich habe auch noch gar nicht meinen Freundescode heute gezeigt. Das könnte ich ja mal noch machen schnell. Guck mal. Also, mein Freundescode ist EMDZ4J. Guck mal, und dann könnte ich eigentlich hier sind noch Freunde, die ich noch nicht angenommen habe. Das könnte ich mal noch machen, guck mal. Das mache ich mal noch schnell. Der Yuki Play, Very Important, Derafina und Weiherwei. So, jetzt habe ich keine Freundschaftsanfragen mehr. Alle angenommen. Hallo, liebe Erika. Ready for an adventure? Hallo, wie kann ich dir helfen? Schokolade bringt Gobba so oft in Schwierigkeiten. Wir sollten herausfinden, wie wir ihn da rausbekommen. Checke deinen Feldguide für mehr Informationen, wie sich Sachen von Flüssigkeit zu Fest verwandeln können. Wir müssen einige Schokolade finden und einige Tests machen. Frag Fischleck. Fischbein, ob er irgendwas für dich hat. Guck mal, hier gibt's auch gleich mehr. Okay, das Periodensystem. Geh ins Labor, um Alchemie-Abenteuer zu spielen. Das ist ja cool. Okay, jetzt gucke ich aber mal, was habe ich denn sonst überhaupt noch so für Quests offen? Ich habe ja einige noch zu tun, ne? Alchemie-Questliste. Guck, ich habe hier einiges noch zu erledigen. Schokolade in der Flasche. Hol Schokolade von Fischbein. Ich glaube, das mache ich als erstes, ne? Okay. Dann hole ich mal Schokolade von Fischbein. Aber ich reite auf meinem Drachen natürlich. Natürlich, natürlich. So. Bald kann Träumerle auch richtig fliegen, ne? Im Moment kann er ja nur so gleiten und so sliden. So richtig fliegen kann er ja noch nicht. Hier muss ich nicht hin. Da oben hoch vielleicht. Ne, sieht so aus, als ob ich da hoch muss. Ich kann immer dann das immer so schlecht unterscheiden, wo ich genau hin muss. Ich bin da immer ein bisschen trottelig unterwegs. Aber ich glaube, hier bin ich dann auf alle Fälle richtig. Hast du denn eigentlich, was machst du denn eigentlich, wenn du so Spiele spielst? Bist du dann jemand, der lieber so die ganzen Aufgaben macht? Oder machst du lieber irgendwelche Herausforderungen oder Minispiele oder farmst du lieber? Ich glaube, das ist meine Frage der Folge heute. Wenn du Spiele spielst, egal welche, was machst du da am liebsten? Aufgaben erfüllen oder einfach die Gegend erkunden und andere Sachen machen? So. Hallo. Here you go. Oh, ich esse gern Schokolade. Nachdem Fleischklops Feuer darauf geatmet hat, dann schmilzt sie so lecker. Hier, du kannst mein letztes Stück Schokolade haben. Du solltest die Kinder in der Schule nach mehr fragen. Okay. Es wird gerade etwas ruhiger. Und du weißt, was das bedeutet. Ich bin sicher, du hast schon festgestellt, dass irgendwelche Zwillings-Festiv-Dekorationen im Moment da sein. Es ist time für Dreadfall. Okay, alles klar. Ich nehme das einfach mal an. Und muss hier auch noch, kann hier auch noch was annehmen. Ach so, das ist ja, ja, das mache ich auch. Aber ich möchte jetzt gerne das mit der Schokolade weitermachen. Schoko-Schokolade. Was sind deine Lieblingssorte Schokolade eigentlich? Ich esse gern Zartbitterschokolade. Ich mag aber auch gerne Nougat-Schokolade. Chocolate in a bottle. Ich mag auch weiße Schokolade. Ich mag Schokolade halt so insgesamt eigentlich ganz gerne. Wenn ich nur noch eine einzige Sorte Schokolade essen dürfte, dann glaube ich, wäre das... was würde ich denn dann wählen? Fliege ich hier auch richtig? Ich hoffe mal. Was würde ich da nehmen? Ich glaube, dann wäre es Zartbitterschokolade. Die mag ich nämlich echt...
Ach, das ist total praktisch hier mit dem Fliegen, ne? Muss ich ja mal sagen. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Nee, natürlich nicht. Ich kehr mal um. Und hol mir von Warzischwein in der Schule meine Schokolade. So. Obala, upsala. Wo muss ich denn lang? Da vorne steht er doch wahrscheinlich, ne? Guck mal. Hallo. Hallo? Na, der will nicht mit mir reden. Warum nicht? Vielleicht, weil ich auf dem Drachen stehe. Hallo? Jetzt redet er auch mit mir. Guck mal. Du brauchst Schokolade für Grobian? Klar. Ist sie nicht kalt, sonst verletzt du dir deine Zähne. Die ist echt steinhart. Alles klar, danke für die Schokolade. Und jetzt muss ich noch von ahnungslos mir auch noch Schokolade organisieren. Und warum ist die Schokolade steinhart? Was ist da drin? Normalerweise ist Schokolade ja nicht hart. Also auch nicht, wenn sie nicht flüssig ist. Oh, bin ich hier noch richtig? Ich hoffe mal. Hallo? Okay, wow. So, nee, ich muss da lang. Ach, da steht er ja. Hallöchen. Weiß nix. Hä? Schokolade? Ah, ich glaube, ich habe hier irgendwo welche. Du kannst sie gern haben. Die klebt ein bisschen, weil ich sie den ganzen Tag in der Tasche hatte. Ih, die ist bestimmt geschmolzen. Naja, gut, danke schön. Dann hole ich mir noch die Schokolade von Schnellfaust. Oh, ich hätte hochgemusst, ne? Das war jetzt nicht so klug. So bin ich halt. Chaos Queen hoch 10. So, abgestürzt. Ich brauche doch Schokolade. Okay, dann werde ich da nochmal hochgehen müssen. Also ich finde das so mit der Ansicht tatsächlich ein bisschen praktischer. Also man kann so besser sehen. Aber jetzt habe ich die Maus nicht mehr zum Kameradrehen in der einen Hand. Das ist total merkwürdig für mich. Normalerweise spiele ich mit WASD. Also ich nehme die WASD-Tasten zum Spielen. Und mit der Maus mache ich die Kameraführung eigentlich. Und das funktioniert so jetzt natürlich nicht. Bin ich hier richtig? Ach, ich muss da hoch, ne? Warte, ich guck mal wieder. Guck mal, ich mach das so. So ist einfacher. Wer weiß, wo ich weiß da. Oh, so. Da ist noch eine Quest. Ach, das ist das Fire Fancy. Ah, ich muss da runter anscheinend. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Hoffentlich bin ich hier jetzt auch richtig. Ah, hier ist auf alle Fälle was, was ich machen muss. Guck mal. Hallo, redest du mit mir auch? Ja. Du kannst dieses Stück haben. Schokolade schmeckt so gut, sie schmilzt in deinem Mund. Ja, das schmeckt echt lecker. Bring die gesammelten Materialien ins Labor. Wir nutzen deine gesammelten Informationen, um eine Hypothese aufzustellen. Ist jetzt hier noch irgendwo jemand, der irgendwas auf seinem Kopf für mich hat, aber sieht nicht so aus. Also, und wieder rauf. Achtung. Mein Drache kriegt Kilometergeld, so viel wie der rumlaufen muss. Die arme Socke. Die arme Socke. Aber macht nichts. Na, bald kann er ja dann fliegen. Level 10 habt ihr gesagt, glaube ich. So. Das ist ja eher so ein. Guck. Ah. Aber das geht doch eigentlich auch ganz gut mit dem Fliegen. Ein bisschen was geht da schon, finde ich. Also, entscheide dich für eine Hypothese. Wenn man die Schokolade erwärmt, kriegen wir sie aus der Flasche und machen daraus Schokoladenform. Oder wenn wir die Schokolade abkühlen, bekommen wir sie heraus, weil die Dinge schrumpfen. Oder wir sollten uns besser Vanilleeis holen. Oh, Vanilleeis mit Schokolade ist auch lecker. Die Schokolade steckt für immer fest. Nein, wir müssen sie erwärmen, natürlich. Interesting. Okay, klasse. Fahren wir mit dem Experiment vor. Geh ins Labor und klicke auf den Apparat, um anzufangen. Okay, aber die Schokolade erwärmen werde ich dann erst in der nächsten Folge machen. Ich danke dir jetzt sehr dafür, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch am Samstag wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Deine Damakasch.